Es freut mich, euch Julian Frey als nächsten Redner zu präsentieren. Julian ist der Expert Database Consultant bei der Edorex AG und als Oracle Ace Associate ist er ein gern gesehener Präsentator bei vielen Konferenzen. Seine Spezialgebiete sind Datenbank, Engineered Systems, Cloud und Automatisierung und eigentlich viele mehr, aber ich will ja ihn sprechen lassen und euch nicht mit meinen Ausführungen langweilen. Julian zeigt uns heute, wie man Ansible mit der Oracle Cloud verwenden kann. Julian, die Bühne gehört dir. Herzlich willkommen. Besten Dank, besten Dank. Hallo auch von meiner Seite. Besten Dank, Pascal, für die lobenden Worte. Jetzt muss ich nur noch kurz auf die Präsentation schalten und dann bin ich soweit, das hier. Genau. So. Wie Pascal schon erwähnt hat, halte ich den Vortrag, wie man die Oracle Cloud mit Ansible betreibt oder umgekehrt, wie man Ansible mit Oracle Cloud verwendet. Wie ich vorhin gehört habe, hattet ihr schon eine kleine Einführung in Ansible, daher hoffe ich, dass ich nicht unbedingt dass ich mich nicht unbedingt wiederhole. Pascal hat erwähnt, Moment, sieht man, so. Wie Pascal erwähnt hat, bin ich als Oracle Consultant tätig. Bin seit letzten Oktober im Oracle Ace Programm, bin über folgende Kanäle, über die E-Mail-Adresse, über unseren Firmenblog oder meinen eigenen Blog oder über Twitter erreichbar. Und was wir eigentlich sehen wollen heute ist nicht unbedingt eine Gewittercloud. Es gibt viele Tools, Optionen und Möglichkeiten, Wege, eine Cloud zu betreiben. Die ganze Cloud-Geschichte ist extrem mächtig. Man kann eigentlich fast alles mit einer Cloud machen. Man kann sich die ganze IT mit einer Cloud umkrempeln. Und unser Alltag wird sich durch jede Cloud-Lösung wahrscheinlich auch deutlich ändern, vor allem im Oracle Consulting. Damit die Cloud-Lösung nicht zu einem Albtraum, zu einer Gewitterwolke wird, ist es sehr wichtig, dass auch von Anfang an schon eine gewisse Automatisierung vorhanden ist. Wir müssen standardisierte und automatisierte Lösungen bilden, damit wir das Ganze handeln können und nicht irgendwie auf Probleme stoßen, sei es aus Security-Sicht, sei es aus finanzieller Sicht, was eigentlich alles relativ einfach möglich ist, wenn wir nicht von Beginn weg mit einem klaren Konzept arbeiten und die ganzen Geschichten strukturiert angehen. Oder anders gesagt, wie Spider-Man oder Stan Lee gesagt hat, with great power comes great responsibility. Das heißt, wenn wir eine Cloud betreiben, haben wir große Macht. Wir haben die Macht, eine ganze Firma zu zerstören. Blöderweise, wir haben die Macht, wirklich großen finanziellen Schaden anzurichten. Und das möchten wir vermeiden. Um das zu vermeiden, gibt es verschiedene Tools, die wir verwenden können. Wir können mit diesen Tools nicht nur über eine GUI, sondern wirklich über die verschiedenen Tools, die ich anschließend noch kurz durchgehe. Wir können ganze Infrastruktur bereitstellen, wir können die PaaS-Lösung, SaaS, IaaS-Lösung, wir können alle unsere Lösungen, alle unsere Applikationen bereitstellen, wir können Netzwerk bereitstellen, wir können eigentlich alle Möglichkeiten, alle Optionen, alle Objekte, die uns ein Cloud-Provider zur Verfügung stellt, so zusammenklicken oder über irgendwelche Integrationstools zur Verfügung stellen. Wir können die ganzen Dinge auch wieder löschen. Wir können das Ganze auch starten, stoppen. Eigentlich alle unsere IT-Tasks. Wir können dies viel, viel schneller machen, als wir das On-Premises machen können. Das heißt, wir benötigen
nicht neue Hardware. Wir müssen nicht ein halbes Jahr warten, bis wir eine Exadata neu haben, sondern wir können mit einem Klick eine Exadata, mit mehreren Klicks eine Exadata für uns reservieren und sie dann entsprechend auch zahlen. Ich bin nicht ganz sicher, ob jede Firma da Freude hat. Daher ist es auch dann wichtig, dass wir die Tools verwenden, die wir verwenden können, um am Schluss zwar etwas die Wolke im Hintergrund zu haben, aber eigentlich das schöne DBA-Leben oder Infrastruktur-Admin oder Applikations-Admin-Leben genießen zu können. Das sollte eigentlich das Ziel sein, dass uns die Cloud eine höhere Qualität bietet oder dass wir mit der Cloud eine höhere Qualität in unserer Infrastruktur haben, dass wir das Ganze automatisiert haben und auch viel, viel sicherer schlafen können, was mit unserer Infrastruktur geht. Das bedingt aber auch, dass wir die ganzen Security-Konzepte von Anfang an eigentlich entsprechend ausführen. Um zu automatisieren, gibt es in der Oracle Cloud verschiedenste Lösungen. Die Oracle Cloud bietet verschiedene APIs, das heißt, es gibt REST-Endpoints für alle Objekte in der Cloud. Für alle OCI-Objekte können wir über REST-Endpoints ansprechen. Das kann wie mit Jeroms Weg über Jenkins relativ einfach, über diverse Dinge können REST-APIs einfach angesprochen und benutzt werden. Des Weiteren gibt es diverse SDKs. Es gibt SDKs für Java, Python, Ruby, Go und für das Command Line Interface. Es gibt dann auch noch das Web Command Line Interface im WebGUI der Cloud. Das heißt, wir können eigentlich aus allen Programmiersprachen raus oder aus gängigen Programmiersprachen raus die Cloud steuern. Wir können uns unsere eigenen Cloud-Automatisierungswerkzeuge schreiben, wir können Java-Code schreiben, wir können Java-Applikationen schreiben, die uns unsere Oracle Cloud verwaltet. Wir könnten theoretisch auch, wenn wir einen On-Premises-Installer haben oder ein On-Premises-Tool haben, können wir im Java-Installer Dinge, die wir in einer Oracle Cloud, sei es ein Object Store oder was auch immer, haben möchten, so zur Verfügung stellen. Des Weiteren haben wir Terraform. Terraform ist ein Tool, um Infrastruktur zu automatisieren. Läuft stark unter dem Stichwort Infrastructure as Code. Und wie der Vortrag schon sagt, haben wir Ansible zur Verfügung. Jerom hat vorhin schon Ansible gezeigt, erwähnt. Ich möchte trotzdem nochmals kurz auf die Grundlagen von Ansible eingehen. Einerseits, was ist Ansible? Ansible ist ein agentless Python-Tool basierend auf Python, um Infrastructure-Vorgänge zu automatisieren. Das heißt, wir können mit Ansible Infrastructure erstellen, wir können ganze Deployments vornehmen von Applikationen, ähnliche Dinge wie, oder Jerome hat gezeigt, wie man Software installieren kann und konfigurieren kann. All das ist mit Ansible möglich. Es ist noch viel, viel mehr möglich, denn es gibt auch Ansible kann auch Unix- und Windows-Ziele ansteuern. Unix-Ziele und Linux-Ziele werden per SSH angesteuert, Windows per WinRM. Das heißt, wir können da ohne Probleme die entsprechenden Betriebssysteme konfigurieren, Software auf diesen Systemen konfigurieren und deployen. Das Ganze ist modular aufgebaut. Das heißt, wir können unsere eigenen Module schreiben. Wir können Module von Ansible, die mit Ansible, mit jeder Version Ansible, mit jeder neuen Version von Ansible, kommen deutlich mehr Module dazu. Die entsprechenden Module erhalten neue Funktionen oder werden erweitert. Es gibt auf Ansible Galaxy sehr, sehr viele Module, die man verwenden kann. Das ist eine Drittplattform mehr oder weniger, die auch zu Ansible gehört. Wenn man dort ein Modul findet, das gepflegt wird, das einem gewisse Dinge ermöglicht, kann man dies verwenden. Es gibt auf
Ansible Galaxy zum Beispiel ein Ansible-Modul, um die Oracle-Datenbanken zu verwalten. Falls dies einem entspricht, kann man dies verwenden. Dann gibt es von diversen Drittanbietern gibt es Module, die schon in Ansible eingepflegt sind. Das heißt, wir können zum Beispiel unsere FortiOS-Netzwerkgeräte über Ansible konfigurieren. Es gibt für diverse Netzwerkkomponenten gibt es Ansible-Module. Wir können unsere ganze Infrastruktur eigentlich mit Ansible ansteuern. Da Ansible auf Python basiert, können wir relativ einfach unsere eigenen Module schreiben, einfach Python-Module schreiben und die in unserer Ansible-Konfiguration verwenden. Wie funktioniert das Ganze dann mit unserem Ansible-Modul? Wir haben unser Ansible-Modul, unser Ansible OCI-Modul, das von Oracle auf GitHub zur Verfügung gestellt wird und mehr oder weniger regelmäßig aktualisiert wird. Dieses Ansible-Modul verwendet dann das OCI Python SDK. Wie vorhin erwähnt, gibt es diverse SDKs, die um die Oracle Cloud zu konfigurieren oder zu steuern. Das Ansible-Modul verwendet das OCI Python SDK, das heißt auch das muss installiert werden. Das OCI Python SDK wird von Oracle zur Verfügung gestellt und kann dann so verwendet werden. Das heißt, wenn wir das Ganze entsprechend konfiguriert haben, können wir unsere Playbooks schreiben und dann das ganze SDK, alle Möglichkeiten, dass das aktuelle SDK liefert, verwenden. Wichtig ist, dass wenn wir die Ansible-Module verwenden, wir haben das Inventory besteht aus dem Localhost. Wir haben kein Inventory über die entsprechenden Elemente, sondern wir verwenden Localhost und dann verbindet sich das OCI Python SDK an die entsprechenden Endpoints der Oracle Cloud. Um die Ansible-Module zu installieren, gibt es drei Möglichkeiten. Das einfachste ist über die Git-Installation. Auf einem Oracle Linux 7 müssen wir das EPL Repository enablen, damit wir Git installieren können. Klar, wenn wir eine Git-Installation machen möchten, benötigen wir Git. Wir könnten theoretisch auch über die Webseite das Repository herunterladen, dann müssten wir Git nicht installieren. Es empfiehlt sich, um auch Updates zu erstellen und so weiter und so fort. Jedoch, falls der Server keinen direkten Internetzugang hat, was keinen Sinn macht bei einer Cloud-Lösung, aber falls irgendwelche Netzwerkrestriktionen, falls nur gewisse URLs offen sind oder irgendetwas, dann kann man das Package von der GitHub-Seite, wird in den Slides erwähnt sein, in den Notes der Slides habe ich die Links drin, kann man über HTTPS das Package oder das ZIP-File herunterladen und hat dann etwa dasselbe. Logischerweise benötigen wir Ansible. Auch das kann man auf einem Oracle Linux entsprechend installieren. Auf anderen Linux-Systemen sieht es sehr ähnlich aus, unterscheidet sich nicht groß, abhängig davon, was für ein Package Manager verwendet wird. Wir brauchen dann zusätzlich noch den Python Package Provider. Das PIP-Modul. Und dann können wir mit diesem PIP das Python SDK, das OCI SDK installieren. Das sind eigentlich die ersten 4, 5 Punkte, sind Vorbereitungen, um das Ansible-Modul zu installieren. Anschließend können wir mit Git clone oder das heruntergeladene ZIP-File entpacken, in den entsprechenden Ordner wechseln und install.py. Und so haben wir auf der ganzen Umgebung, auf diesem Server, haben alle, die Ansible verwenden, können die Ansible-Module verwenden. Wenn wir Ansible Tower ist eine Web-Lösung, die es uns ermöglicht,
ganze Ansible Playbooks über eine Source-Kontrolle zu verwalten, mit Benutzersteuerung, mit Authentifizierungsmöglichkeiten und so weiter und so fort, was sich in größeren Umgebungen empfiehlt, so etwas zu verwenden. Oder auch eventuell, wenn wir es, wie Sharon gezeigt hat, über Jenkins verwenden möchten, möchten wir eventuell nicht, dass alle Umgebungen dieselben Module installiert haben. Eventuell gibt es ja auch, kann es zu Konflikten führen, wenn wir für diverse Ansible-Dinge andere Voraussetzungen verwenden als für Ansible, für das OCI-Modul. Um das zu vermeiden, können wir das Ansible-Modul in einem Virtual Environment von Python installieren. Python bietet die Möglichkeit, dass wir virtuelle Umgebungen erstellen. Das heißt, es fühlt sich an wie eigene Python-Installation. Und dort drin können wir dann auch über pip die entsprechenden Pakete für die jeweiligen Umgebungen erstellen. In diesem Fall verwende ich Python 3.6 und pip und das auch hier wieder Git. Benötige dann zusätzlich noch das pip-Paket virtualenv und virtualenvwrapper. Die beiden werden dann verwendet, um die virtuelle Umgebung zu erstellen. Mit diesem Kommando erstelle ich eine virtuelle Umgebung. In diesem Fall heißt die virtuelle Umgebung OCI Ansible. Der Name ist hier frei. In dieser Umgebung werden drei Ordner erstellt, ein bin, ein lib und ein lib64 und eine Konfigurationsdatei. Die Python-Env-Konfiguration, dort kann man dann eventuell, falls nötig, noch spezifischere Konfigurationen vornehmen. Wir sourcen die Umgebung. Wie wir jetzt sehen, haben wir hier vorne an der Zeile das OCI Ansible, die OCI Ansible-Angabe. So sehen wir, dass wir in die entsprechende Umgebung gesourced haben und installieren in dieser Umgebung dann OCI und Ansible. Klonen das entsprechende Git-Repository und wechseln in den Ordner und nochmals dasselbe, um zu installieren. Die dritte Möglichkeit, um Ansible OCI zu installieren, ist ohne virtuelle Umgebung. Benötigen wieder Python, pip und Ansible. Installieren das OCI SDK und holen dann von Ansible Galaxy das entsprechende OCI Ansible Modul. Was wichtig ist, wenn wir von Ansible Galaxy das Ganze holen, Ansible Galaxy hat anscheinend eine Eigenheit, dass wir die entsprechenden Module über Rollen hinzufügen müssen. Eventuell gibt es Möglichkeiten, das zu umgehen. Wenn man dann, ansonsten muss man einfach, wenn man diesen Weg wählt, einen Import zu Beginn des Playbooks machen oder an der entsprechenden Stelle und kann die Module verwenden. Wie erwähnt, wird als Grundlage das OCI Python SDK verwendet. Das OCI Python SDK muss konfiguriert werden. Auch dies ist relativ simpel, das Ganze zu konfigurieren. Wir erstellen im User Home einen Ordner .oci, generieren uns ein Key Pair als Private und Public Key, schauen, dass die Privilegien entsprechend sind, erstellen, extrahieren den Public Key aus diesem Private Key und kopieren uns diesen Public Key, denn in der Oracle Cloud müssen wir den entsprechenden Public Key hinterlegen. Dies können wir über das User Management, wenn wir über Identity Users, User Details von uns gehen, haben wir als Ressource die API Keys und können dort den Public Key entweder per Drag and Drop oder als File hinzufügen. Wichtig ist da, dass wir den Fingerprint sehen, weil den benötigen wir in der Config-Datei. Im Ordner .oci im User Home
müssen wir eine Datei config erstellen. Diese Config-Datei sagt dem Python-SDK, welcher User, welches Key-File, welche Tenancy und welche Region. Hier in diesem Beispiel habe ich eine Default-Konfiguration erstellt. Wir können aber auch die Konfiguration benennen. Falls wir mehrere Regionen haben, wenn wir noch Frankfurt haben oder Ashton oder irgendetwas, können wir da diverse Konfigurationen machen und in unseren Ansibles Playbooks können wir dann die entsprechenden Konfigurationen anziehen. Hier als Einfachheitshalber die Default, es gibt noch zwei, drei Parameter mehr, die man verwenden kann. Das ist das Minimum, was man angeben muss. Und schon können wir das Python SDK und auch die Ansible Module für die OCI Cloud verwenden. Wie testen wir das Ganze? Relativ einfach, wir können ein Playbook schreiben. Das hier ist ein einfaches Playbook, ein wirklich simples Playbook. Wir haben einen Host. Wie erwähnt, haben wir hier Localhost und wir geben nicht ein Inventory an. Wir definieren eine Variable als Compartment OCID und haben dann den Task. Das ist Standard, wie ein Ansible Playbook aussieht. Wir haben unseren Header und Und anschließend kommen die Tasks. Ich habe es jetzt hier Body genannt. In diesem Task hole ich einfach die Facts über unsere Autonomous OCI Datenbanken im entsprechenden Compartment und gebe sie aus. Facts Gathering ist eine einfache Methode, um kurz zu testen, ob das Ganze funktioniert. Ich switche, um das Ganze kurz zu zeigen. Ich hoffe, ihr seht alle meinen Screen. Habe hier einen Server. Ich erstelle nun, installiere nun mit virtualenv das Ganze. Hier habe ich Git und Python schon installiert auf diesem. Installiere virtualenv, virtualenv wrapper pip und jmspath. jmspath benötige ich in einem späteren Schritt. Das jmspath ist ein Python-Modul, um JSON zu wrappen. Das wird ziemlich schnell verwendet, wenn wir mit den Output, den wir von der Oracle Cloud erhalten, in JSON-Format parsen möchten. Und da du da diverse Dinge draus lesen möchten, benötigen wir das Python-Modul jmspath, um dies auszuführen. Ich erstelle anschließend meine virtuelle Umgebung, wie vorhin in der Doku. Aktiviere die Umgebung. Habe jetzt die OCI und Ansible Python Module in dieser Umgebung installiert. Wenn wir den Ordner anschauen, haben wir hier jetzt, wie erwähnt, die drei Folder und in einem dieser Folder werden die entsprechenden Module sein. Wir klonen uns das Git-Repository, wechseln in den Ordner und installieren. Ich habe ja vorhin erwähnt, wir wollen testen. Ich habe hier das Playbook erstellt, habe die OCI Compartment ID nicht als Variable, habe sie hier direkt drin, um
die Facts auszulesen und gebe sie am Schluss noch aus. Aufrufen, wenn wir nicht, Ansible Tower oder AWX oder sonst was verwenden, können wir das Playbook mit Ansible Playbook Test.yaml aufrufen. Entschuldigung, ich habe genau das, was ich erwähnt habe, um den Output von Gathering Facts kommt als JSON zurück, um das zu parsen. Ich will nicht zu tief ins Detail gehen, aber um das Ganze hier zu parsen, um JSON Query zu verwenden, benötige ich das JamesPath Modul, um entsprechend die Dinge auszuführen. Das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel, um zu testen, ob die ganze Konfiguration funktioniert. Ich habe ein weiteres Beispiel. Was man auch auf meinem Blog findet. Und zwar ein Problem, das letztes Jahr aufgetreten ist: Wie kann man alle autonomen Datenbanken in einer Cloud-Umgebung neu starten? Letztes Jahr gab es das Problem, dass nach 90 Tagen die Inaktivität die Always Free Instanzen gelöscht wurden. Um dies zu vermeiden, konnte man sie neu starten. Ich habe dieses Beispiel hier in der Präsentation, um einfach kurz und einfach zu zeigen, wie so ungefähr etwas ablaufen könnte. Ich habe hier wieder den Header mit Tasks und diversen Variablen. Anschließend habe ich mehrere Tasks. In diesem Tasks hole ich, wie vorhin im Test, hole ich mir diverse Facts. Ich hole mir hier jetzt die Liste aller Compartments, weil wir können ja eigentlich pro Compartment, pro Tenancy diverse Compartments haben und in jedem dieser Compartments könnte eine Always-Free-Datenbank sein. Deshalb benötige ich die Liste von allen Compartments. Aus dieser Liste hole ich die entsprechenden, extrahiere ich die IDs mit wieder JSON-Query. Falls Fragen zu diesen Schreibweise oder irgendetwas ist, kommt einfach auf mich zu. Ich gehe nicht zu tief ins Detail, was das hier ist. So sieht der Output vom Facts aus und genau dieses, die ID wollen wir, um weiterzuarbeiten dann. Als nächsten Tag brauchen wir ja die Regions, weil wir können ja pro Compartment können wir in diversen Regions arbeiten. Und auch hier müssen wir dann die entsprechenden IDs oder die Region, die Namen der Regions hinzufügen oder extrahieren. Auch hier wieder JSON Query. Deshalb JamesPath wird eigentlich vorausgesetzt, um Output zu analysieren. Der Output hier sieht entsprechend aus. In diesem Beispiel bin ich mit dem Cloud-Account an die Regions Frankfurt, Ashburn und Zürich angemeldet, beziehe die. Und anschließend loope ich durch die ganze Liste, gehe durch, welches sind Always-Free-Datenbanken oder suche mir alle Always-Free-Datenbanken. Erhalte dann einen entsprechend großen Output. Und auch hier benötige ich dann anschließend die IDs der entsprechenden OCI Autonomous Datenbanken. Der Rest des Outputs ist aktuell irrelevant. Es ist ziemlich viel, was sie uns ausgeben. Es ist über das ganze Lizenzmodell und so weiter.
um dann neu zu starten. Moment. So. Um dann neu zu starten, um die Datenbanken neu zu starten, loope ich über ein weiteres, über ein Ansible-Modul beziehungsweise über ein Playbook, loope ich die diversen Datenbanken. Auch hier zwei Tasks. Steuere die Autonomous Datenbank mit Stopp und anschließend starte ich sie wieder. Das ist relativ simpel, um das Ganze, was man so machen kann. Als einfaches Beispiel, wie man irgendwelche Informationen von der Oracle Cloud holen kann, laden kann und anschließend wieder damit arbeiten kann. In diesem Beispiel wirklich, wie kann man jetzt Always-Free-Datenbanken starten und stoppen. Wie will man jetzt damit anfangen oder was kann man als Anfänger machen, um das Ganze zu vereinfachen? Oracle hat uns, das A-Team von Oracle hat vor ein paar Wochen das Oracle Kit, OKit, als Oracle Designer Toolkit zur Verfügung gestellt. Dieses Toolkit ist ein Web-based Oracle Design Toolkit. Etwas sperriger Name. Mit diesem können wir unsere OCI-Umgebung designen, konfigurieren und uns anschließend das Ganze exportieren lassen. Was wichtig ist, das Ganze ist aktuell in Version 0.5.1 verfügbar. Das heißt, es sind noch nicht unbedingt alle Features perfekt. Ist nicht alles perfekt, aber um mit Ansible zu starten, finde ich es eine sehr, sehr gute Möglichkeit, denn es wird einem schon ein Playbook generiert, das die entsprechenden Variablen gesetzt hat, das ohne groß die Doku zu lesen für jedes Ansible-Modul die entsprechenden Playbooks und Tasks generiert. Das Ganze kann über Drag and Drop verwendet werden. Ich zeige es anschließend gleich. Und wir können Export unserer Umgebung durchführen, entweder als Ansible-Modul, als Ressource-Manager. Wir können direkt an unsere Oracle Cloud-Konfiguration als Ressource-Manager-Konfiguration das Ganze exportieren lassen. Wir können Terraform-Exports erstellen oder wir können auch das Ganze als Bild erstellen lassen. Das sind noch zwei Screenshots, die lasse ich in der Folie. Möchte eigentlich das Ganze demonstrieren. Das Ganze ist sehr, sehr simpel aufgebaut, relativ intuitiv. Man kann es entweder installieren als Docker oder es werden Vagrant-Files zur Verfügung gestellt, dass man dann in einer VM oder wo auch immer das Ganze erstellen lassen kann. Aufgebaut ist es, man hat hier auf der linken Seite eine Palette mit OCI-Komponenten. Wie man auch hier sieht, es ist relativ neu. Es gibt nur die minimalsten Komponenten. Hier eine Instanz, Load Balancer, ein Compartment könnte man erstellen, Container, eine Autonomous Datenbank, diverse Netzwerke und Gateway-Komponenten und die Storage-Dinge. Und auf der rechten Seite haben wir unser Compartment. Wir nehmen Drag and Drop, nehmen wir unser Cloud-Netzwerk, wir erstellen unser Subnet, möchten eventuell noch ein Private Subnet. Haben das jetzt als Private. Wir möchten im Public Subnet möchten wir einen Load Balancer. Wir möchten eine Compute-Instanz
Und eventuell haben wir noch eine autonomes Datenbank und an unserer Instanz benötigen wir noch ein Block Storage. Und eventuell möchten wir noch ein Object Storage irgendwo. Wir möchten jetzt das Ganze anhängen. Haben wir dies hier angehängt. Wir hängen hier noch die Security-Liste an das entsprechende Netzwerk. Hier die Security-Liste. Definieren Routing-Rules und Security-Liste. Routing-Table angehängt. Stellen eine weitere Security-Liste und hängen diese so an unser zweites Subnetz. So haben wir eine minimale Konfiguration, wie eine Applikation in der Oracle Cloud aussehen könnte oder eine einfache Architektur sein kann. Wir könnten jetzt auch hingehen und das Ganze als JPEG exportieren und siehe da, für eine Dokumentation habe ich das Ganze exportiert. Wir können auch von der Oracle Cloud, wenn wir das Ganze entsprechend konfiguriert haben, können wir direkt an unsere Cloud verbinden und die bestehenden Konfigurationen laden. Dann werden sie hier dargestellt, können diese dann auch entsprechend exportieren. Ich könnte es jetzt auch als Ansible exportieren und dann deployen. Wie erwähnt, wir sind auf Version 0.5.1. Daher habe ich das schon erstellt und es hatte diverse Fehler im Main. Anführungszeichen, die gefehlt haben, kleinere Dinge, nichts Tragisches. Was wir erhalten, ist ein Main und ein Variables.yaml. Im Variables sind die entsprechenden Tenancy-Dinge erwähnt. Und für all die Parameter, die ich vorhin zusammengeklickt habe oder man auch angeben kann, wie für all die Netzwerk-Rules, die Größen, welche Shapes die entsprechenden Instanzen haben sollen, ob jetzt ein autonomes Datenbank Autoscale sein soll und so weiter und so fort, werden diese in diesem Variables-File definiert, kann sie nochmals anpassen. Was für uns wichtig ist, ist das Main. Hier haben wir die entsprechenden Tasks. Es werden auch hier zuerst diverse Dinge geladen. Und auch hier können wir uns Ideen holen, um unsere Konfiguration, unsere Ansible Playbooks zu schreiben, wie man das Ganze in einer Oracle Cloud machen kann. Wenn wir jetzt ein Beispiel benötigen, wie wir ein virtuelles Netzwerk erstellen, haben wir hier ein schönes Beispiel. Ohne dass wir jetzt schon Ansible-Experten sein müssen, haben wir hier diverse Beispiele für eigentlich die grundlegenden Dinge, um das Ganze zu erstellen, wie man Block-Volumes erstellt und so weiter und so fort. In der Dokumentation von Oracle, in der Moduldokumentation, ist dann jeweils beschrieben, was es für jedes Modul, in diesem Fall als Beispiel OCI-Volume, alles für Parameter gibt, die man angeben kann. Und verwenden kann. Um diese ganze Umgebung jetzt zu erstellen, kann ich jetzt mit Ansible Playbook main.yaml das ausführen und es beginnt alles zu erstellen. Das dauert jetzt eine gewisse Zeit, auf das gehe ich jetzt nicht unbedingt ein. Könnt das selbst ausprobieren. Je nachdem, wie lange es dauert, um eine Instanz zu erstellen und so weiter und so fort, geht es seine Zeit, je nach Konfiguration.
So, das wäre es eigentlich schon gewesen. Mir ist die Frageslide abhanden gekommen. Dann lasse ich das mit den Slides und möchte eigentlich gerne die Runde öffnen für Fragen, wenn welche vorhanden sind. Okay, wenn jemand Fragen hat, kann er es mit Hand aufheben. Unten das kleine Symbol auf dem Bildschirm mit der Hand anmelden und dann würden wir die Person freigeben zum Sprechen. Wie erwähnt, wenn Fragen auftauchen beim Verwenden bei irgendetwas, meine Koordinaten sind in den Slides, die zur Verfügung gestellt werden. Einfach kontaktieren. Es sind keine Meldungen gekommen. Dann würde ich sagen, können wir hier abschließen. Herzlichen Dank, Julian, für deine interessanten Ausführungen. Und ja, wir würden die Session hier abschließen. Und um 11 Uhr geht es dann weiter mit der nächsten Session. Und ja, noch einmal herzlichen Dank, Julian. Gerne.